Schaut auf diese Stadt. Erinnern Sie sich noch an die Worte? Ich schaue schon sehr lange auf Berlin. Ich habe fast mein ganzes Leben hier verbracht. Dies ist übrigens der Platz, von wo aus ich eigentlich am liebsten auf Berlin schauen würde. Die Tischecke da ist nach meinem Umfang zurechtgeschnitten. Aber ich liebe auch meinen Beruf. Ich bin Polizist. Und ich bin der Meinung, dass mein Platz auf den Straßen der Stadt ist. Ich habe lange dafür gekämpft, um den Gängen unserer Zentrale und der Bürokratie unserer Abteilung zu entkommen. Und als sie mir dann endlich meine eigene Ermittlungsgruppe gegeben haben, da haben sie uns an den Stadtrand in eine alte leere Villa gesetzt, die Verwalter Berlins. Naja, aber wissen Sie, von den Rändern der Städte aus sieht man die Dinge im Zentrum ja manchmal noch genauer. Und so machen wir, meine Mitarbeiter und ich, uns täglich Mut und sagen uns, wenn wir es von hier aus nicht schaffen, dann schafft es sowieso keiner. Mein Name ist Sperling. Wir sind hier gerade frisch reingezogen, vorübergehend. Unser eigentliches Revier ist im Umbau. Was ist denn passiert? Unser Janik ist verschwunden. Kommen Sie bitte. Setzen Sie sich doch bitte. Janik ist Ihr Sohn? Ja. Kann es denn nicht sein, dass er zu Freunden gegangen ist, ganz spontan, ohne etwas zu sagen? Wir haben bei allen nachgefragt, nichts. Wo wohnen Sie denn? In Ruhleben, im Kalmannweg. Ui. Die Wohnung, die gehört dem Herrn Gießen. Mein Mann ist seine Security. Herr Sperling, meine Frau hat darauf bestanden, dass wir hierher kommen. Ich habe ihr gesagt, lass uns noch ein paar Minuten warten. Ich bin sicher, dass er jeden Moment zurückkommt. Wie alt ist er denn? 13 im Februar. Er hat am 11. Geburtstag. Und gab Streit? Was meinen Sie mit Streit? Ich möchte herausfinden, ob der Janik weggelaufen ist. Also, ist irgendetwas passiert heute Nachmittag? Der Janik ist in einem schwierigen Alter. Ein Rüffel und das kommt ihm vor wie das Ende der Welt. Verstehen Sie, er ist in der Schule nicht so, wie er sein könnte. Und das ist ein Halbjahreszeugnis, wird eine Katastrophe. Ist doch kein Wunder, wenn man da ein bisschen lauter wird. Ist er denn schon mal weggelaufen? Mhm. Zuletzt vor 14 Tagen. Er versucht, ein Auto zu klauen. Er hat versprochen, er tut das nicht mehr. Ja. Gut. Können Sie mir was zur Kleidung sagen? Also, was er angehabt hat heute? Er hat eine ausgewaschene Armani-Jeans an und so ein mittelblaues Kapuzenshirt und darüber eine schwarze Levis-Lederjacke und Turnschuh. Ich habe auch ein Foto dabei. Ein schöner Junge. Wie groß ist er denn? Fast so groß wie ich. Was kriegt er denn zu Weihnachten? Den Tennisschläger, den er sich gewünscht hat. Und ein Handy, ein iPod. Den iPod kannst du nicht mehr rechnen. Der war zum Nikolaus. Ah ja, stimmt. Gut. Ich gebe das Foto zur Verhandlung. Und sobald es hell wird, gehen die Kollegen los und suchen ihre Gegend weiträumig ab. Das kann ich Ihnen versprechen. Siegelberg!
ich Sie mal einen Moment sprechen, bitte draußen? Das ist echt unmöglich. Oh, was gibt's denn? Ich habe hier ein Foto von einem Jungen, der verschwunden ist. Wäre schön, wenn Sie gleich morgen früh Abzüge davon machen würden. Morgen früh? Kann das nicht Frau Huttger machen? Der hat frei, das wissen Sie doch. Hoffmann und ich gehen in die Schule, Klassenkameraden auflisten. Die ist doch geschlossen. Ich rufe vorher an. Fangen Sie bitte im Karlmannweg gleich morgen früh an. Ja? Wir müssen rausfinden, von wem der Junge zuletzt gesehen wurde. Na gut, ich trommel so viele Uniformierte wie möglich zusammen. Da können wir die Gegend durchkämmen. Vielleicht ist er bloß weggelaufen. Man läuft nicht weg im Dezember. Einen Tag vor Weihnachten, wo die Geschenke zu Hause warten. Was ist denn mit unserer Bescherung? Die ist ersatzlos gestrichen. Hier, Herr Sperling schickt mich. Wir haben leider noch keine Neuigkeiten von Ihrem Sohn, aber ich würde gerne mal mit Ihrem Arbeitgeber sprechen. Moment, ich komme vors Haus. Kommen Sie! Gestern wird der 12-Jährige wieder in der Winteracker vermissen. Entschuldigen Sie die Störung. Ach, nun bin ich ganz schön lange wach. Oh Mann. Oh. Ein Schüler von dieser Schule ist verschwunden. Sein Name ist Jannik Winteracker. Wir würden gerne mal das Klassenbuch einsehen, um uns einen Überblick über seine Mitschüler zu verschaffen. Hier, so sieht er aus. Schon mal gesehen? Ja. Und? Nett und zuvorkommend? Er ist heutzutage schon nett und zuvorkommend. Der hat an den Tag mehr Leuchtstoffröhren zerlegt, als auf dem Weihnachtsbazar Rentiere verkauft. Aha. Das Buch wird da oben in der Klasse sein. Ist im vierten Stock. Gibt's einen Fahrstuhl? Sie können ja auch die Rolltreppe nehmen. Dann wartet der Herr Sperling schon mal hier unten. Der war nämlich die halbe Nacht hellwach. Der Herr Sperling hat keine gute Laune. Hör, ja, kommen Sie mal. Herr Sperling. Hallo, Herr Sperling, Schütze hier. Ich tippe gerade Winters Protokolle wegen dem Jannik Winteracker ab und dabei ist mir was aufgefallen. Ich habe die Aussagen der Anwohner verglichen. Tun Sie erstmal Luft, Frau Schütze. Ja, und wenn der Mann recht hat, der den Jungen gestern um 3 auf der Straße vor dem Haus gesehen haben will, muss ihm nach dieser Aussage noch was anderes aufgefallen sein. Ich fax ihm mal die Unterlagen. Moment. Ja? Können wir da vorbeifahren am Karlmannweg? Ich muss noch Weihnachtsgeschenke einkaufen. Wer kriegt denn was? Winter. Auch ihr feiert zusammen? Wir gehen Austern essen in Jacques Brasserie. Winter kennt es nicht. Können wir da jetzt fahren? Tut mir leid, ich bin angeschlagen. Meine Seele fühlt sich krank. Ich gehe ins Bett. Dann machen wir doch die Musik ein bisschen lauter. Musik ist gut für eine kranke Seele. Herr Gießen, die Polizei ist noch einmal da.
Mein Name ist Sperling. Ich bin hier wegen der Aussage, die Sie heute Morgen gemacht haben. Wir brauchen dann noch ein paar Ergänzungen. Herr Gießen? Ich bin hier wegen der Aussage, die Sie heute Morgen gemacht haben. Wir brauchen einfach noch ein paar Ergänzungen. Heißt das, ich soll Sie aufs Präsidium begleiten? Nein, das wird nicht nötig sein. Die Befragung wird nicht lange dauern. Oh, regnet es. Ja, Fritz-Walter-Wetter. So wie es aussieht, haben Sie heute noch gesellschaftliche Verpflichtungen, oder? Ja. Setzen Sie sich doch. Ich danke Ihnen. Ich kenne Sie. Aus den Zeitungen. Ich kann mich noch erinnern, was für ein Tamtam gemacht wurde, als Sie geheiratet haben. Sie sind so ein Frauenschwarm, oder? Fitz, hat die Polizei Neuigkeiten? Hast du was gehört? Nein, leider nicht. Wir gehen jeder Spur nach, aber bis jetzt ist nichts rausgekommen. Ja. Offenbar sind Sie der Letzte, der ihn gesehen hat. Das heißt, Sie sind ein wichtiger Zeuge. Und Sie haben ausgesagt, dass Sie den Jannik kurz vor 15 Uhr gesehen haben. Da waren Sie auf dem Weg in Ihr Werk. Kurz vor 15 Uhr, ist das eine präzise Zeitangabe? Ja. Ich bin mit dem Wagen aus der Einfahrt gebogen. Da habe ich ihn auf der Straße gesehen und angehalten. Ich habe ihn gefragt, ob ich ihn in die Stadt mitnehmen kann. Oh. Jannik hatte aber was anderes vor. Und wissen Sie, was er vorhat? Ich habe nicht so genau zugehört. Er wollte mit den Nachbarjungs zu diesem Abflussrohr am Blaumilchkanal. Dort hatten die noch so ein Zelt stehen, das wollte er mit abbauen helfen, glaube ich. Blaumilchkanal? Kennen Sie diesen Ort? Nein. Nur ist es so, dass Jannik nicht mit den Jungs zusammen war. Und nach Ihrer Aussage muss Jannik dann kurz nach 15 Uhr verschwunden sein. Ja. Können Sie mich mal kurz nach draußen begleiten? Ja, kommen Sie. Glauben Sie, dass die Aussetzung einer Belohnung helfen könnte? Vielleicht zu 10.000, 20.000 Euro für einen Hinweis? Kennen Sie Jannik so gut? Nein. Was heißt gut? Sein Vater ist seit 2 Jahren mein Security. Ich lasse die Winterackers bei mir im Souterrain wohnen. Offensichtlich boomt Ihre Branche. Psychopharmaka, nicht? Das Bedürfnis nach beruhigenden Mitteln ist in den letzten Jahrzehnten sprunghaft angestiegen. Kein Jahrhundert war so reich an sozialen und gesellschaftlichen Erschütterungen wie das letzte. Wir leben im Zeitalter der Kommunikationstechnologie und noch nie war der Mensch so einsam. Sie wissen, wovon ich spreche, stimmt's? Ein gutes Geschäft, die Einsamkeit. Ja, man könnte richtig was erwirtschaften. Aber unsere ganzen jungen Mitarbeiter, die im geistigen Schatten der Privatsender aufwachsen, sind gelinde gesagt eine Katastrophe. Fragen Sie heute mal einen Lehrling, wie viele Bundesländer wir haben. Hier habe ich den Jannik gesehen. Um 15 Uhr? Um 15 Uhr. Da sind Sie sich sicher? Ganz sicher. Ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein. Ist aber merkwürdig. Unserer Frau Schütze. Der ist was aufgefallen. So eine kleine Ungereimtheit. Es gibt doch diese Familie da drüben. Nene Mama, nene Papa, nene Kiki. Meine Frau nennt sie so, weil sie das ganze Jahr über so braun sind. Nach der Papageienfresserfamilie. Aus kommt ein Löwe geflogen. Jedenfalls ist der Nene Mama, also Frau Massopust, etwa gegen 15 Uhr, genau 14.48 Uhr, ein Missgeschick passiert. Das müssten Sie eigentlich mitbekommen haben. Nein? Während sie mit ihren Weihnachtsgeschenken hantierte, ist ihr der Autoschlüssel im Schloss des Kofferraums abgebrochen. Das hat die Alarmanlage ausgelöst. Das müssen Sie gehört haben. Ach, die Garage von denen geht zur anderen Seite rüber. Vielleicht habe ich dieses entsetzliche Gehupe einfach überhört oder verdrängt. Ein Auto, das 20 Minuten lang hupt? Tüt. Sie glauben, ich lüge? Ich glaube, dass Sie früher losgefahren sind, weit vor 15 Uhr. Doch jetzt sagen Sie mir doch, wo Sie gestern gewesen sind. Auf der Fahrt mit dem Wagen ins Werk, da habe ich mich anders entschieden und bin losgezogen, um noch ein Geschenk für meinen Vater zu besorgen. Sollte eine Überraschung werden.
Demnach gibt's für Ihr Alibi eine Fehlzeit von, sagen wir mal, 2:30 bis 19 Uhr. 4,5 Stunden für einen Einkauf. Das ist eine Ruderbank. Zur sportlichen Betätigung. Scheune mit Wasser drin, aus englischem Holz. 4.200 Euro. Muss man die nicht vorher bestellen, so eine Ruderbank? Nicht, wenn man das unversehrte Vorführmodell erwirbt. Haben Sie eine Kaufquittung? Ja, sicher. Was ist denn jetzt? Moment. Kann sie nicht finden. Ich habe sie ja dort liegen lassen. Gegen welche Uhrzeit? 19 Uhr? So lange waren Sie in dem Geschäft? 4,5 Stunden? Und Sie waren nirgendwo anders? Ich wünschte, ich könnte damit rausplatzen, dass ich bei einer Nutte war. Leider kann ich nicht damit dienen. Herr Sperling, vielleicht möchten Sie sich mal das Zimmer von Janik ansehen. Also wenn Sie sich ein Bild machen wollen, dann kann ich Ihnen was zeigen. Die freien Stellen da an der Pinnwand. Was hat denn da gehangen? Waren da auch Fotos? Ja. Das waren doch die vom Rupiner See. Ja, stimmt. Naja, wie ich unseren Sohn kenne, können die nicht weit weg sein. Hier. Danke. Diese Fotos hier und das, was Sie mir gegeben haben. Die sind nicht mit der Digitalkamera gemacht worden, sondern mit der ganz normalen. Und auf Fotopapier abgezogen, das man in Heimlabors verwendet. Wenn ich jetzt hier suchen würde, würde ich dann hier ein Fotolabor finden? Diese Fotos haben Sie doch gemacht, oder? Sie, der Sie Janik kaum kennen. Und der Blaumilchkanal heißt gar nicht Blaumilchkanal. Den nennen nur die Jungs so. Woher wissen Sie das? Sehen Sie, Sie lügen in einem fort. Ich würde Sie jetzt bitten, das Haus zu verlassen. Ich weiß ja nicht, was Sie an Heiligabend machen. Wir haben Gäste. Freunde, Geschäftspartner. Da muss einiges vorbereitet werden. Herr Gießen, nur um ausschließen zu können, dass Sie der Täter sind, würde ich Sie bitten, uns auf die Wache zu begleiten. Damit wir uns mit Ihrem fehlenden Alibi beschäftigen können und Ihren widersprüchlichen Aussagen. Garantieren Sie für meinen Schutz? Was ist, wenn ich auf der Fahrt ins Präsidium entführt werde? Wo ist denn Ihr Kollege? Er wollte die Toilette aufsuchen. Kann doch fragen, wenn er sich im Haus umsehen will. Ich bin in einer Stunde wieder zurück. Okay. Sagen Sie meiner Frau Bescheid. Danke. Walter Wetter. Ich sag's dir, Frau Schütze. Ich möchte die Hasi-Töpfner einsperren lassen. Wo wende ich mich dahin? Was, Sie möchten jemanden einsperren lassen? Das Beweisstück habe ich dabei. Da wird behauptet, ich bin 48 und ich hätte mir meine Boutique erschlafen vom Udo Jürgens. Das lasse ich mir von Hasi nicht bieten. Ja, und wenn Sie mir nicht glauben wollen, ich bin 44 und keinen Tag älter. Verhaften Sie mir diese Hasi-Döpfner. So einfach geht das nicht, junge Frau. Doch, selbstverständlich. 48 Stunden über Weihnachten, junger Mann, junge Frau. Das zahle ich der Hasi heim. Wo wohnt denn dieses Hasi? In Charlottenburg. Ganz schlecht, dafür sind wir nicht zuständig. Für Charlottenburg ist das Revier Charlottenburg zuständig. Ja, dann rufen Sie doch da einfach an. Ich fahre doch nicht am Heiligen Abend durch halb Berlin. Ich bin doch nicht von gestern. Richtig. Bitte warten Sie da.
Sperling hat sich mit dem Zeugen im Fall Janik Winter... Wie lange dauert denn das hier? Jetzt setzen Sie sich! Ein Ton haben Sie am Leibe. Sperling, er will, dass wir warten. Die Straße! Die Straße, Mensch! Ich muss irgendwas zum Unterlegen suchen. Der Reifen greift nicht. Ja. Ich gehe mit Herrn Gießen da drüben warten. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie soweit sind. Können wir noch mal klein Wir schließen gleich. Einen Kaffee können Sie noch kriegen. Für den Kollegen da draußen im Großen, der muss nämlich wach bleiben. Eigentlich haben sich die deutschen Männer seit 33 überhaupt nicht verändert. Sie wollen Arsch kriechen. Damals beim Führer, heute bei ihren Frauen. Mit sowas wie da drüben kann man doch kein Land wirtschaftlich auf die Beine stellen. Was? 40 Stunden die Woche arbeiten? Du musst doch zu Hause helfen. Meine Frau ist so beansprucht mit dem Kind. Danke. Ja, sehr schön. Danke. Schön. Wieso haben Sie keine Kinder? Kinder sind was für Leute, die nichts mit sich selbst anfangen können. Ich brauche das nicht. Und Ihre Frau? Ein Werksleiter aus Ungarn, der singt immer so ein Lied. Ist mein Leben leeres, hab ich Schicksal schweres, wann will machen Liebe gut, dann ist immer Frau kaputt. Wenn ich mich nicht irre, da habe ich doch in Ihrem Wohnbereich Kinderspielzeug liegen sehen, oder? Raten Sie mal, was ich in meiner Freizeit mache. Da bauen Sie einen Ritterburg zusammen und spielen damit? Das und eine Dunkelkammer machen mich zu Michael Jackson. Was? So schlimm? Mein Freund wartet auf mich. Sie haben einen Freund? Ja, Frau Schütze hat einen Freund. Der wartet seit 10 Minuten beim Thailänder auf mich. Ich hab geglaubt, spätestens um 3 komme ich hier raus. Kann ich eine Latte Macchiato bekommen, bitte? Mit viel Zucker. Ich brauche jetzt Nervennahrung. So, Frau Winter, mit Ihrem Einverständnis nehmen wir jetzt erstmal Fingerabdrücke. Wie jetzt? Keine Blutprobe? Keine DNA-Analyse? Gerne. Also noch Blutprobe, DNA dazu. Ja, so schnell sieht man sich wieder. Hübsch haben Sie es hier. Wir sind gerade erst eingezogen. Da war vorher eine Werbeagentur drin. Endlich, was passiert jetzt? Was ist? Ach, der kleine Ergün. Der mit der Pornosache. Ja, soll ich jemanden besorgen? Eine Betreuung? Nein. Nicht der Kleine ist das Opfer, meine Eltern sind das Opfer. Hat seinen Vater die Digitalkamera geklaut, sie im Schlafzimmer versteckt und sie beim Vögeln gefilmt. Und dann im Internet angeboten unter dem Titel Geile Braut vom Bosporus. Was soll das? Ja. Hey, pass mich nicht an! Lass los! Das ist meine Ehre, Mann! Das ist meine Ehre! Steck den mal in den Zimmer, damit er sich beruhigen kann. Danke. Hey, Oh, das riecht aber fein.
Alles in Ordnung? Ich glaub's. Geht schon. Das sollten Sie im Krankenhaus untersuchen lassen. Ach, gelernte Krankenschwester. Ach, das wollten Sie nicht mehr. Ich mache mich doch nicht für 1200 netto im Monat zum Affen. Manchmal 18 Stunden am Tag. Dann ist es hier natürlich viel besser. Aua. Oh, Symmetrie. Der Stilwille der Idioten. Ist das Ihre Frau? Vorsicht, Herr Gießen. Bei manchen Dingen verstehe ich keinen Spaß. Sie ist tot, nicht wahr? Woher wissen Sie das? Kein guter Polizist würde das Bild seiner noch lebenden Frau auf seinen Schreibtisch stellen. Irgendwelche Kriminelle könnten sie bedrohen, entführen oder sie als Druckmittel verwenden. Kann ich endlich mal ein Taschentuch haben? Uns ist da noch was aufgefallen, bitte. Es gibt da noch eine andere Unklarheit. In Ihren Aussagen war bis jetzt immer die Rede von einem Wagen. Meinen Sie jetzt damit den Porsche, den Cayenne mit dem 4,5 Liter V8-Motor oder einen anderen? Den Cayenne fahre ich am liebsten, wegen der Wendigkeit im Stadtverkehr. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Wenn Sie den Cayenne nicht fahren, gibt es dann noch einen Zweitwagen. Na, den Jaguar. Der ist aber den Winter über stillgelegt. Und dann gibt es da noch einen Lieferwagen. Den Lieferwagen aus der Firma, den benutzen Sie also auch manchmal? Ja. Auch gestern? Ja. Wieso haben Sie uns das verschwiegen? Ich habe es nicht verschwiegen, ich fand es nicht wichtig. Schreiben Sie das doch bitte auf. Herr Gießen fand es nicht wichtig, einen Wagen zu erwähnen, den er auch ab und zu mal fährt. Er fand es ebenso nicht wichtig zu erklären, dass er an diesem Tag braune Lederschuhe mit Schnürsenkel getragen hat, weil er bis 16 Uhr nicht danach gefragt wurde. Schreiben Sie das bitte auf. Herr Gießen trug braune Lederschuhe mit Schnürsenkel. Und warum waren Sie mit dem Lieferwagen unterwegs? Der ist doch sicher nicht so wendig im Stadtverkehr, oder? Irgendwie muss ich die Ruderbank ja transportieren. Vor 2 Wochen, da haben Sie den Lieferwagen doch auch benutzt. Sie sind gesehen worden von Ihren Nachbarn. Wenn Sie das sagen. Was hatten Sie denn am 10. Dezember zu transportieren? Bretter. Bretter? Ja, Bretter. Die habe ich den Nachbarjungs mitgebracht aus der Firma. Die wollten damit so eine Bude bauen, so ein Baumhaus halt. Wie bei Bad Simpson, kennen Sie das? Sie und die Nachbarjungs. Nein, es war noch jemand dabei. Der Jannik? Die Bretter waren etwa in der Größe 1,90 mal 65 und 65 mal 65. 1,90 mal 65 und 65 mal 65. Ja, 1,90 mal 65 und 65 mal 65. Und daraus baut man eine Bude, etwa da, ein Baumhaus. Wenn man geschickt ist. Und wann wurde das Baumhaus gebaut? Gar nicht. Wieso wurde das Baumhaus denn nicht gebaut? Die Bretter sind gestohlen worden. Gestohlen? Von wo? Von meinem Grundstück. Von Ihrem Grundstück? Seltsam, nicht? Man wollte mit den Jungs ein Baumhaus bauen und die Bretter verschwinden, einfach so. Was ist denn daran seltsam? Und noch seltsamer ist, dass ein erwachsener Mann mit ein paar fremden 11-12-Jährigen ein Baumhaus bauen möchte. Wenn die Eltern keine Zeit haben? Oder glauben Sie, die Mutter von den Kiki, die saugt sich mit ihren aufgespritzten Lippen wie eine Tiefseeschmerle am Baum hoch, um da oben rumzuzimmern? Und da haben Sie den Jungs eine Freude machen wollen. Und vor lauter Freude haben Sie da die Jungs auch mal angefasst. Passen Sie auf, Sie vergreifen sich langsam im Ton. Was macht man denn so im Blaumilchkanal mit den Jungs? Stechkarren fahren. Ich bestehe darauf, dass das Gespräch ab jetzt aufgezeichnet wird. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass ich freiwillig hierher gekommen bin. Nein, Sie sind mitgekommen, das ist ein Unterschied. Können Sie mir vielleicht erklären, wie es zu der Freundschaft zwischen Jannik und Ihnen gekommen ist? Das habe ich doch alles schon gesagt. Seine Eltern wohnen bei mir. Götz Winteracker hatte mal so ein kleines Hotel in Spanien. Aufgrund dieser furchtbaren Brände dort ist er pleite gegangen. Danach hat er die Stelle bei mir angenommen. Ich habe Jannik bei mir im Haus kennengelernt. Er war allein, hat sich gelangweilt. Ich habe ihn gefragt, ob er was mit mir unternehmen will. Wie alt war der Jannik da? 10, 11. Aber Sie haben Götz Winteracker nicht wegen des Jungen angestellt. Hat schon mal jemand gesagt, wie vulgär Sie denken? Der Junge braucht jemanden, an den er sich halten kann. Dem die wirklich wichtigen Dinge im Leben zeigt. Zum Beispiel, dass Arbeit auch Spaß machen kann. Und da versagt das Elternhaus. Ach,
Der Janek wird mit Luxus zugeschissen. Statt um Ethik geht's um Geld. Um Statussymbole. Aber wenn er wirklich mal Scheiß baut, dann lasse ich ihn nicht hängen, sondern ich kümmere mich um ihn. Sie lassen ihn nicht hängen, das denke ich mir. Der Blaumilchkanal ist ja eine fiese Gegend, ne? Mit dem Abflussrohr aus der Industrie. Wieso gehen Sie mit den Jungs dahin? Solche Plätze, Herr Sperling, finden Jungs in dem Alter wild romantisch. Ich weiß ja nicht, was Sie in Ihrer Kindheit gemacht haben. Ich war 4, als mich mein Vater zu den Pfadfindern steckte. Ach, Sie hatten mal eine Kindheit. Ja. Und alles, was mir heute wichtig ist, habe ich da gelernt. Auch die Zimmermannskunst. Ausweis bitte. Ich möchte Sie bitten, Ihre Taschen auszuleeren. Alles hier auf den Tisch. Ich will mit meinem Vater telefonieren. Sie führen uns die ganze Zeit an der Nase rum. Bewusst. Mit den Uhrzeiten hier, mit den Brettern, mit dem Lieferwagen, mit dem Blaumilchkanal. Sie lügen ununterbrochen, aber das macht nichts. Das bietet uns die Möglichkeit, mit der Staatsanwaltschaft zu sprechen. Ob nicht eine Mordanklage ohne Leiche möglich ist. Haben Sie eine Waffe? Ich habe keine Waffe. Ich habe einen Winteracker. Die Schnürsenkel. Sind Sie eigentlich beliebt bei Ihren Angestellten? Die haben mir zu meinem letzten Geburtstag eine Firmenhymne geschrieben. So nach amerikanischem Vorbild. Die wird jetzt bei jedem Betriebsfest vorgetragen. Working in a line, every single day from 9 to 5. Our moods never low, every single day neuroses grow. Damit ihr es wisst, gleich ganz genau, ich bin der Esel Pelzegrau. Raus. Das ist gerade ein ganz schlechtes Timing. Nicht jetzt. Sind Sie beliebt? Denken Sie nicht manchmal, Sie sind nur geliebt worden, weil die Frauen geglaubt haben, den Dicken nimmt mir keine andere weg. Den Dicken und sein Einkommen. Wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich werde einen Durchsuchungsbeschluss erwirken. Ich werde ein Team losschicken. Das stellt Ihr Haus auf den Kopf. Ich werde Ihr Boulevardleben durchleuchten. Ich werde jedes Foto anschauen. Jeden Chat drum auf Ihrem Computer, wo Sie jemals gewesen sind. Sie nesteln an lauter Indizien herum. Aber Sie haben überhaupt kein Motiv für einen Mord. Es gibt jede Menge Motive. Ich sage Ihnen, für diese Vernehmung, heute an diesem Tag, gibt es nur ein einziges. In seinem Londoner Kontor, da sitzt in seinem Zimmer die Nase dicht über dem Papier, der alte Scrooge im Kerzenschimmer. Am Heiligabend sitzt er hier, starrt in die Bücher stur hinein, der Blick mit Augen voller Gier. Arm ist sein Herz. Er ist allein. Negativ. Sektor 17 negativ. Niemand hat den Jungen gesehen, der ist wie vom Erdboden verschluckt. Gießen geht in Verwahrung. Hier in die U? Dann brauchen wir sicher noch mal für eine Aussage hier, Frau Schütze.
Wir müssen uns um das Haus kümmern. Und die beiden Fahrzeuge, den Cayenne und den Lieferwagen. Die müssen nach Faser- und DNS-Spuren von Yannick abgesucht werden. Ebenfalls die Kleidung von Gießen. Heute noch? Ja, heute noch. Und noch was. Ach, was ist denn? Ach, mein Freund wartet auf mich. Ja, aber da kann ich doch keine Rücksicht drauf nehmen. Also gut, rufen Sie ihn an, er soll herkommen. Wirklich? Ja, ich bin gespannt. Chef, mein Freund, er ist leicht behindert. Ja, ich komme ja auch nicht mehr auf die Woke. Was hat er denn? Er hat einen zu kurzen Arm. Rufen Sie ihn an. Immer noch keine Spur von dem Jungen. Die Sau führt in seiner Nase rum. Ja, das macht er, aber warum? Hoffmann, der Mann ist so intelligent. Wieso macht er sich absichtlich so unsympathisch? Man könnte ja meinen, der wartet förmlich darauf, dass wir ihn hochnehmen. Vielleicht hält das nicht mehr aus. Die Schuld. Oder eine unbewusste Sehnsucht nach Bestrafung. Sowas gibt's. Frau Gießen? Hoffmann. Was ist mit meinem Mann? Ihr Mann ist vorläufig festgenommen. Wie lautet die Anklage? Er steht unter Mordverdacht. Sie können uns ein paar Toilettenartikel für ihn einpacken. Wir brauchen die Kleidungsstücke, die er gestern getragen hat. Kann ich meinen Mann sehen? Vorher ist nicht, nein. Name? Hoffmann. Hoffmann, ich möchte, dass Sie hier so diskret wie möglich vorgehen. Wir haben Gäste. Wichtige Gäste, zum Teil aus dem Ausland. Wir machen, was nötig ist. Und wir machen das so, wie wir es für richtig halten. Wenn hiervon irgendwas nach außen dringt, oder wenn Sie meinen Sohn nicht anständig behandeln, mache ich persönlich Ihnen die Hölle heiß. Hoffmann. Unterwäsche, Unterhemd, Unterhose. Hat Ihr Mann eine eigene Waffe? Die müssten wir konfiszieren. Ich habe eine. Zur Sicherheit. Wo ist eigentlich Ihr Hund? Der Labrador? Sparkles? Hm? Oh, das mit Sparkles. Vor ein paar Tagen, glaube ich. Sie war mit Fitz unterwegs, plötzlich war sie weg. Und sie ist überfahren worden. Fitz hat sie im Wald begraben.
Müssen Sie mir nicht sagen, dass ich als Ehefrau das Recht habe, die Aussage zu verweigern? Darauf hätte Herr Sperling Sie schon noch hingewiesen. Womit soll ich anfangen? Am besten mit dem Namen. Fürs Protokoll. Margot Elisabeth Gießen. Geborene Ansbach in Regensburg. Das ist an der Donau. Und wann haben Sie Ihren Mann geheiratet? Vor 11 Jahren. Am 22. August. Oder waren Sie in ihn verliebt? Davon kann ich doch ausgehen, oder? Ich war noch nie in einen anderen Mann verliebt als in meinen. Fitz war der Schwarm all meiner Freundinnen. Ich hab mir gedacht, den kriegst du nur mit Humor. Hübschere gibt's immer. Und dann haben sie ihn in ihr Bett gelacht. Er hat mir einen Donut an den Finger gesteckt und mir einen Antrag gemacht. Unsere Ehe hat damit begonnen, dass er mir Geld überlassen hat, das Haus nach meinen Wünschen einzurichten. Viel Geld? Unanständig viel. Hat der Mann einen Kosenamen für Sie? Auf unserer ersten Italienreise hat Fitz mir einen Kosenamen gegeben, ja. Scampi. Von Scampulos bedeutet so viel wie Restchen. Weil sie keine Familie mehr haben. Meine Eltern sind rumgezogen wie die Nomaden. Sie sind verstorben, da war ich 20. Was machen Sie denn da? Ich komme mit. Vielleicht bleibe ich ja länger. Ich kann meinen Mann noch nicht alleine lassen. Sie führen eine glückliche Ehe? Ihre Ehe ist doch glücklich, oder? Sicher, ja. Können Sie mir dann sagen, warum die Tür zwischen den beiden Schlafzimmern verschlossen ist? Sie sind nicht glücklich, das können Sie mir nicht erzählen. Ich sehe doch den Druck, unter dem Sie stehen. Bitte, bitte einhacken. Ist noch jemand im Labor? Dann gibt es bitte an Pussy Galore und ihre lesbischen Laborantinnen. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Marie, das Essen holen wir nach. Also, du kannst jetzt nach Hause. Soll ich deinen Vater anrufen, damit er dich abholt? Kann mich hier einer fahren? Ja, klar. Los, komm. Nur keine Hetze. Bei uns gibt's eh keine Geschenke. Euer Weihnachten geht mir am Arsch vorbei. Komm. Und mein Video. Verpiss dich. Komm. Frau Schütze? Ja? Schauen Sie doch mal im Archiv nach Fällen von Prinztötung. Oh, kann das nicht jemand anders machen? Ich träume nachts schlecht davon. Ich hab niemand anders. Hoffmann brauche ich selbst. Winter geht, sobald sie kann, in die Familien. Hier ist eine Liste, brauchen Sie nur zu vergleichen. Zeltlager, Romantik, Weihnachten, dieser fiese Kanal da, da jemand schon mal verbuddelt wurde. Ja, danke. Ach ja, was macht denn der Freund? Ich weiß nicht. Ich erreiche ihn telefonisch nicht. Hm. Vielleicht ist er ja im Funkloch. Ganz bestimmt. Arbeit. Das sind Überwachungsvideos aus Gießens Villa. Alles, was in den letzten Wochen noch da war. Das muss alles gesichtet werden. Mach das doch selber, wir haben frei. Ich habe auch frei. Seit über 24 Stunden habe ich frei. Ich habe keinen Bock, mit dir zu diskutieren! Thank you.
auf mich wirken. Wie zwei chromblitzende Cadillacs, die man schön nebeneinander geparkt hat. Die Tür, die zwischen den beiden Schlafzimmern verschlossen ist. An Weihnachten ist das Haus voll mit Gästen. Im Haus gibt's Spielzeug. Aber es gibt kein Kind. Wieso haben Sie keine Kinder? Ich kann nicht schwanger werden. Ich bin das, was man in Österreich einen Nudelfriedhof nennt. Würde es Sie erstaunen, wenn ich Ihnen sage, dass wir im Computer Ihres Mannes Links gefunden haben, die zu ungewöhnlichen... Bevor ich dazu was sage, möchte ich Beweise sehen. Mir ist egal, was sich mein Mann im Internet anschaut. Fitz war immer der Mann, den ich wollte. Ja. Um nichts werden so viele Tränen vergossen wie um erhörte Gebete. Teresa von Avila. Ich dachte immer, das wäre ein spanisches Sprichwort. Aber die kommt ja daher. Haben Sie Ihren Mann so vergöttert, weil Sie gedacht haben, Sie haben endlich ein Zuhause? Er war ein wunderbarer Liebhaber. So einer, der... Es gibt so eine Art Pornografie des Herzens. Aber dann gab es einen Bruch. Ja? Wann? Vor 2 Jahren. Fitz ist durch und durch das Produkt seines Vaters. Die beiden benehmen sich, als ob ihnen die ganze Welt gehören würde. Eigentlich wundert es mich, dass mein Mann nicht glaubt, sein Vater könne über Wasser gehen. Ich habe versucht, Fitz dem Einfluss seines Vaters zu entziehen. Wahrscheinlich hat er deshalb begonnen, sich von mir zurückzuziehen. Zuerst hört der andere auf, mit einem zu schlafen. Dann hören die Freundlichkeiten auf und ab da wird man ständig zur Vernunft ermahnt. Man wird selbst immer mehr zu einer Nebenrolle im eigenen Leben. Man sieht, wie der eigene Mann auf Partys irgendwelchen dahergelaufenen Weibern imponiert, die so blöd sind, dass... Wie eine Katze geworden, die zu viel faucht. Sogar mit unserem Hund habe ich um die Gunst von Fitz gebuhlt. Hatten Sie mehr Angst, Ihren Mann zu verlieren? Oder den Reichtum, den Sie durch die Ehe bekommen haben? Dieses unanständig teure Haus? Ich habe versucht, wegzukommen. Mehrmals. Ich schaff's nicht. Ich weiß nicht, wohin. Und ich kann ja nicht mal in meinen Job zurück. In Ihren Kreisen, da geht man nicht arbeiten. Da sucht man sich den reichen Freund des Ehemannes. Wie nennen Sie sowas? Ich nenne sowas eine Nutte. Es gibt viele Frauen, die müssen alleine leben. Weitaus weniger versagt. Verstehen Sie so wenig von Ihrem Beruf? Warum sterben alte Ehepaare gemeinsam? Weil sich ein Leben ohne einander nicht lohnt. Ich wünschte, ich hätte gelernt, jemand anderen zu lieben als meinen Mann. Als Model lernt man Disziplin. Auch mein Mann ist nicht glücklich. Deshalb können wir ja den gleichen Käfig behausen. Und man wartet auf ein Wunder. Soll ich ihn an die Decke bringen lassen? Ja. Ja, bitte. Ist mir völlig egal, dass Heiligabend ist. Ich brauche mehr Einsatzkräfte für die Suche nach dem Jungen. Dann froh sein. Weihnachten wird doch eh nur gestritten. Ja, so schnell wie möglich, sicher. Was war denn der Grund für die Ablehnung?
Sucht man den nicht zuerst bei sich selbst? Sicher, ja. Zu viel Nähe, Gewohnheit. Man sucht bei sich, ja. Bis man einen Spezialisten konsultiert. Ja, vielleicht war manchmal im Bett ein bisschen schnell bei der Sache, ein bisschen abwesend, aber ist doch normal, oder? Dann steht man plötzlich vor der Tatsache, dass man etwas nicht bemerkt hat. Ist der Mann schwul? Das würde er nie zugeben. Wie kann er das auch bei so einem Vater? All die Jungs, die wir auf unseren Reisen kennengelernt hatten, die erschienen mir plötzlich in einem Hat Jannik mit dir über Herrn Gießen gesprochen? Hat er dir was erzählt? Er meint, der Jannik ist gewesen wie immer. Ach, ehrlich. Sie sind gemeinsam im Bus nach Haus gefahren, genau wie sonst. Der Jannik hat wohl davon gesprochen, dass er nochmal in die Stadt zurück will, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, oder? In der Schule bin ich nicht sein bester Freund. Einfach, weil wir nicht in einer gleichen Klasse sind. Aber draußen schon. Und du kennst den Herrn Gießen auch? Den Fitz? Mhm. Ja, wir lesen Kieschen-Romane und über so unheimliche Phänomene. Wie verhält er sich denn da so? Oh, korrekt. Der Fitz scheint den Jannik ja sehr zu mögen. Erwidert der... Mag der Jannik den Fitz auch? Sagen Sie, möchten Sie mit frühstücken? Gerne. Hast du irgendeine Idee, wo der Jannik jetzt sein könnte? Reden Sie darüber, was dem Jannik passiert ist? Es gibt eigentlich nur ein Thema. Da liegt fast so was wie eine genüssliche Angst in der Luft. Meine Frau liegt noch im Bett. Sie ist schwanger. Noch Tomatensaft? Ja, danke. Was willst du denn mal werden? Weiß ich nicht. Der Jannik sagt, es ist egal, was man würde, solange man Geld hat. Wie der Fitz. War der Jannik in letzter Zeit irgendwie komisch? Weiß nicht. Ist ständig zugefahren nach Arlo. Das fand ich komisch. Und wieso? Weiß nicht, hat er mir nicht gesagt. Geheimnis. Aber wer fährt schon nach Arlo, das ist ja nichts. Du bist ja toller Zeuge. Ist dir sonst noch was aufgefallen? Sie tun es. Heute Morgen hatte ich Hunger. Ich hab gedacht, jetzt gibt's Frühstück. Aber nein. Ich hatte Hunger und sie tun es. Guten Morgen, Herr Hoffmann. Es gibt den Fall Andreas Moormann. Andi Moormann, erinnern Sie sich noch? 2 Jahre her. Das ist auch in Uhleben passiert. Der Kollege Neutzke und der Hennicke, der draußen als Esel verkleidet rumläuft, waren damals dabei. Hier, schauen Sie mal. Ist der Keimannweg? Unter das Werk Gießen. Was hast du denn deine Verbindung? Man hat den Jungen mit einem Strick gefesselt. Er ist in einer Kiste erstickt. Man hätte ihm noch helfen können. Danke. Haben Sie nie um Ihren Mann gekämpft? Ich fürchte, dazu fehlen mir die Waffen. Wenn das der Weg zu meinem Mann wäre, würde ich vielleicht sogar mitteln. Ich glaube, das habe ich jetzt nicht verstanden. Doch, das haben Sie. Wenn das der Weg zu seinem Herzen wäre, würde ich ihm die kleinen Jungs sogar an Land ziehen. Aber ich fürchte, würde sich deswegen vor mir ekeln. Nach einer dieser Bilderbuchreisen vor einem Jahr, wo man mir Hepatitis diagnostiziert hat, lag im Krankenhaus mehrere Wochen allein. Nicht mal da hat er sich gekümmert. Ich weiß, er wünschte, ich wäre tot.
hat seine unterdrückte Neigung ein neues Objekt der Begierde gefunden. Ein Objekt, dem er sich nicht mehr entziehen konnte. Und hat ihr Mann deshalb die Freundschaft zu den Winterackers intensiviert, wegen dem Jannik. Möglicherweise ist das alles ja nur eine Vermutung. Nur wenn es eine Vermutung ist, Frau Gießen, warum weinen Sie dann? Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen war, bin ich den beiden mal heimlich nachgefahren. Wohin? Kennen Sie den Ruppiner See? Im Familienbesitz befindet sich da so ein lächerliches, kleines Landhaus. Die beiden sind da mit Sparkles auf Fontanes Spuren gewandelt. Ich meine, der Junge ist 12. Diese Fotos hier, sind die da gemacht worden? Ja. Haben Sie nie gegen Jannik gekämpft? Indem ich auch über Klingeltöne von Handys referiere, oder was? Aber Sie hatten Wut auf ihn. Sie waren eifersüchtig, stimmt's? Ja. Und stellen Sie sich mal vor, ich bin eifersüchtig auf einen 12-jährigen Jungen. Und kann es nicht sein, dass Sie in Ihrer Eifersucht, in Ihrer Wut einfach einen Schritt zu weit gegangen sind? Ich war den ganzen Tag zu Hause. Meine Angestellten und mein Schwiegervater werden Ihnen das bestätigen. Sehr zu sein wird dauern. Noch einen Moment gedulden, bitte. Warten Sie hier. Fröhliche Weihnachten, Frau Gießen. Fröhliche Weihnachten. Cayenne sind Hautpartikel und DNA-Spuren von Jannik. In Gießens Kleidung oder so ist nichts. Aber in seinen Schuhen ist die gleiche sandige Erde wie bei den Reifen vom Lieferwagen und dem Spaten aus dem Geräteschuppen. Pussy meint, dass es sich um das Abwassergelände handelt, das der Fitz immer als Blaumilchkanal bezeichnet. Wir brauchen Bodenproben, Marie, damit wir... Marie, es wird ein neuer Suchtrupp aufgestellt, der die ganze Gegend dort weiträumig durchkämmt. Unter wessen Leitung? Deiner. Was ist, wenn der Junge noch lebt? Seit seinem Verschwinden sind es etwa 65 Stunden vergangen. Wäre es noch möglich, ihn zu retten? Ich dachte... Was? Scheiße, schon gut. Gießen. Aufstehen. Kennen Sie Andreas Moormann? Nein. Überlegen Sie genau. Andi Moormann. Der denn jetzt wieder hier? Ich vom Wald. Ungefähr 1,5 Kilometer Luftlinie von Ihnen.
Sie kommen jeden Tag da vorbei, wenn Sie ins Werk fahren. Andi Moormann war 12. Vor 2 Jahren, am 26. Dezember, war auf dem Weg zu einer Weihnachtsfeier. Er ist da nie angekommen. Zu Hause gab es keine Probleme. Der Junge ist nie aufgefallen. Ja. Ist Ihr genau mein Typ? Wir haben den Andi gefunden. In einem Erdloch. Einer Kiste. Gefesselt. Wir hätten ihn retten können, wenn wir ihn früher gefunden hätten. Aber so ist er ganz langsam über Tage hinweg erstickt. Ich will das nicht sehen. Es bleibt mir genauso im Kopf hängen wie Ihnen. Ich habe damit nichts zu tun. Aber wie ich den Laden hier kenne, werden Sie mich jetzt sicher gleich fragen, wo ich am 26.12. vor 2 Jahren war. Ich kann Ihnen das sagen. Ich war im Theater, ein Stück über Magda Goebbels. Magda, das Musical. Mein Lieblingslied war Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder. Das ist kein Spiel hier. Ich weiß jetzt nicht, wo ich war! Ich müsste mal Kalender nachgucken, ob ich überhaupt in Deutschland war zu diesem Zeitpunkt. Also wieder kein Alibi. Der Strick ist wirklich von dem Jungen? Kommt er Ihnen bekannt vor? Nein. Ich wundere mich nur, dass hier im Hause eine Asservatenkammer sein soll, obwohl Sie Ihr Büro noch nicht mal richtig eingeräumt haben. Haben Sie geglaubt, ich würde mich dadurch verraten? Sie müssen sich nicht verraten. Es gibt genügend Indizien. Und Sie haben in beiden Fällen kein Alibi. Das sollte reichen. Nichts haben Sie. Sie haben nichts gegen mich in der Hand. Gar nichts. Doch, habe ich. Ich habe ein Motiv. Kommen Sie. Kommen Sie. Sie haben ein Motiv. Ah, das ist Ihr Motiv. Hat sie Ihnen von meinem Spezialisten erzählt, ja? Ja. Da kommt man ein paar Mal zu früh und bums ist man Fall für die Klapse. Und da wollte ich ja nicht mehr erwähnen, dass einem Sex vielleicht nur eine halbe Stunde Spaß macht. Oder dass einem sogar was Interessanteres einfällt. Gerade von bildungsfernen Bevölkerungsschichten mit Sexualität ja gern überbewertet. Nicht so laut. Die hatte mal einen richtig guten Humor. Eine seltene Tugend bei Frauen, wenn sie einen zum Lachen bringen können. Wie war das eine wirklich gute Idee, sie zu heiraten? Aber dieses Stückchen Papier hat dann alles verändert. Aus einem wunderbaren Mädchen wurde ein besitzergreifendes Etwas, das mit Argusaugen bewacht, das andere nicht mehr bekommen als Sie. Sie hat sogar versucht, meinen Vater loszuwerden. Stellen Sie sich mal vor. Sie hat tatsächlich verlangt, ich solle meinen Vater nicht mehr sehen. Sie glaubt, Sie lieben den Janik. Der Gedanke, dass ich uneingestanden schwul bin, wäre die gnädigste Lösung für Sie. Läge der Fehler nicht bei ihr. Was ist, wenn meine Frau Sie getäuscht hat? Offensichtlich ist sie ja todunglücklich. Was ist, wenn sie glaubt, mich endlich in der Hand zu haben? Als ob sie von nichts wüsste, hat sie einen Teppich voller Spuren vor ihnen ausgebreitet. Hast du dich mal gefragt, warum? Ja, habe ich. Das Dumme ist nur, sie glaubt, dass sie ohne sie nicht leben kann. Geht. Ich kann nicht die Verantwortung für Ihr Unglück übernehmen. Ja. Inzwischen sind Sie lieber mit Jungs unterwegs. Ist es so, dass Sie nicht wollten, dass eine in Ihren Augen peinliche Wahrheit über Ihre Sexualität ans Tageslicht kommt? Janik hat gedroht, auszupacken. Hat sie sogar erpresst. Ein Mann in Ihrer Position. Und dann haben Sie gedacht, er muss aus dem Weg.
aber sie haben ihn nicht sofort getötet. Sie glauben, ich hätte ihn lebendig. Das wäre eine Erklärung für die Bretter und für den toten Hund. Sind Sie verrückt geworden? Dann sagen Sie uns endlich mal die Wahrheit! Sagen Sie uns, wo Sie den Jannik am Blaumilchkanal vergraben haben. Es wäre auch gut für Sie. Also. Sie haben den Jannik vergraben. Genauso wie den kleinen Andi. Und dann wollten Sie immer da vorbeigehen und horchen, ob noch was zu hören ist, ob er noch lebt. Und der Hund musste auch verschwinden, damit er ihn nicht findet. Sind Sie nicht vorbeigegangen am Grab von Andi Moormann? Immer wieder, um dem Wimmern zuzuhören, das immer schwächer wurde, um sich davon zu überzeugen, dass er bereits gestorben ist! Das haben Sie nicht gedacht, nee. An Weihnachten, da läuft er nicht so auf vollen Touren der Polizeiapparat. Ich bestehe darauf, dass man mich jetzt anders behandelt. Das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, dass der Junge vielleicht noch lebt und dass wir ihn retten können. Ich habe ein Recht darauf, jetzt nichts mehr auszusagen. Können Sie sich vorstellen, in einem Grab zu liegen und zu wissen, da kommen Sie nicht mehr raus? Allein, every single day from 9 to 5, our moods never low, every single day no roses grow. Kommen Sie bitte. Wollen Sie Herrn Gießen nichts über Ihren Sohn sagen? Wir würden jetzt gern wieder gehen, damit wir zu Hause sind, wenn der Jannik zurückkommt. Irgendjemand soll sich an den Fersen heften. Da läuft was schief. Moment mal! Sie glauben nicht, dass Gießen der Täter ist, nicht wahr? So wie Sie ihn angeschaut haben. Aber wenn das so ist, wieso versucht er hier Zeit zu schinden? Haben Sie eine Ahnung, warum er das macht? Nein. Entschuldigen Sie uns bitte. Ja, Sie. Gehen Sie nach Hause, ein Kollege kann Sie begleiten. Gehen Sie nach Hause und ruhen sich aus. Es hat keinen Sinn, auf Ihren Mann zu warten. Ich will in seiner Nähe sein. Macht mal die Martinshörner an. Falls der Junge hier irgendwo begraben ist, dann kann er uns hören und weiß, dass wir nach ihm suchen. Es geht los. Ein Telefonat führen. Ich möchte meinen Vater anrufen. Wieso Ihren Vater? In Ihrer Lage würde ich einen Anwalt anrufen. Oder ist es so ein Reflex, dass man auf seinen Papa ruft, wenn er in die Düse geht? Papa wird's schon richten, ne? Kann ihm doch scheißegal sein, wenn ich anrufe, oder? Er geht in die Zelle. Vorher darf er noch mal telefonieren.
Merkwürdiges auf Matt? Wieso hören wir nichts von dem alten Gießen, wo die beiden noch so eng sind? Wieso hetzt er uns nicht seinen Anwalt auf den Hals? Der hat sich schon gestern nur für seine Weihnachtsfeier interessiert. Ja. Wieso hat er keine Angst um seinen Sohn? Wird er den schon abgeschrieben? Vielleicht. Vielleicht weiß er aber auch, dass er keine Angst zu haben braucht. Vielleicht spielen die uns einfach hier was vor. Na komm, sag, wo hast du den Jungen vergraben? Sag endlich die Wahrheit! Was machen Sie denn da? Kennst du nicht zufällig auch so einen erstickten Jungen namens Andy Moormann? Hast du geglaubt, dass der Junge tot ist, als du ihn in die Kiste gelegt hast? Oder hast du ihn bei irgendeinem Sexspiel verletzt und in der Kiste verrecken lassen? Ist das beim Jannik Winteracker genauso? Ist es möglich, dass der Junge überlebt? Warum kürzt es ab? Was soll er abkürzen? Wir fahren noch mal zu der Villa und reden mit den beiden Gießen. Komm, spuck's aus! Du hast den Jungen vergraben! Viel zu groß. Wir haben auch zu wenig Beamte im Einsatz. Lass uns die Suche abbrechen. Nix gibt's. Weiter geht's. Frau Winter! Wir haben das hier gefunden. So eine Art Aufschüttung in der Erde. Da drüben. Ah! Lassen Sie meinen Mann nicht. Ich bring Sie vor Gericht. Ich bring Sie alle vor Gericht! Was fällt euch denn ein? Also, ihr seid ja wohl von allen guten Geistern verlassen. Nur stufen Sie mal Polizisten nicht wie Labradors ein. Aufopfern, treu. So was wie dem, wir haben mal Grenzen gesetzt. Wer nach § 43 StGB in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für das Leben eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder anderen abzuwenden, der handelt nicht rechtswidrig. Das gibt Ihnen noch lange keinen Freibrief für die Misshandlung von Gefangenen. Nee, Sie vertun lieber Ihre Zeit, wa? Sie haben ja niemanden, um den Sie sich kümmern müssen. Was machen Sie? Sie hauen vorsorglich erst einfach mal drauf, ja, oder ich was? Ich war dabei, als wir den Andy Moormann aus dem Dreck ausgegraben haben. Von Jannik Winteracker ist akut bedroht, verstehen Sie? Akut bedroht. Ausgesagt. Nein. Großes Unrecht getan. Sie haben versucht, Jannik zu schützen, nicht wahr? Er lebt noch, aber er ist in großer Gefahr, ist das richtig? Wieso reden Sie nicht mit uns? Durch die Lappen gegangen. Es gab eine Kofferübergabe zwischen dem alten Gießen und Götz Winteracker. Herr Jannik ist entführt worden. Und die Winterackers mussten Sie ins Vertrauen ziehen, weil Sie nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um das Lösegeld aufzubringen. Herr Sperling, lass mich vorstellen, Gießen.
Unsere Familienanwälte, Dr. Kepley, Dr. Thal. Mein Sohn hat Ihre Aufmerksamkeit absichtlich auf sich gezogen, damit wir unbehelligt mit den Entführern verhandeln konnten. Mein Sohn hat 1,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Weiß Ihre Frau davon? Margot wurde nicht eingeweiht. Sie gehört nicht wirklich zum Kern der Familie. Das Lösegeld wurde inzwischen von mir bereitgestellt. Übergabe läuft. Ihre Leute können nicht mehr dazwischenfunken. Und wer übergibt das Geld? Götz Windhager? Er wird einen Zug besteigen, den die Entführer ihn nennen werden und den Koffer dann irgendwo unterwegs aus dem Fenster werfen. Unternehmen Sie bitte nichts, bis der Junge wieder in Sicherheit ist. Die Entführer haben gedroht, ihn zu töten, wenn die Übergabe gestört wird. Frau Schütze? Was ist denn los? Er ist nicht gekommen. Er hat das Handy ausgeschaltet. Ja, ist doch besser, man weiß gleich, woran man ist. Oder wenig? Bei den Vermögensverhältnissen der Gießens ist das doch eher wenig. Und jemand muss die interne Situation kennen. Und sie hat nicht darauf gesetzt, dass der Gießen so ehrenhaft ist und für Jannik zahlt. Jannik will so reich sein wie Fitz. Und fährt immer wieder mit dem Zug von Berlin nach Aalau. Sagt aber seinem besten Freund nicht, warum. Frau Schütze, sagen Sie mir doch die Zugstationen von Berlin nach Aalau. Hennigsdorf, Kremmen, Neuruppin, Wittstock. Neuruppin. Der Ruppiner See. Da liegt dieses kleine Landhaus von den Gießens. Hier. Wo ist im Winter? Krankenhaus. Was? Krankenhaus. Ja, da müssen Sie mich begleiten. Die Stationen heißen Hennigsdorf. Danke, Frau Schütze. Sehr gut. Warum lassen Sie meinen Mann nicht frei? Wenn der Junge frei ist, zeigen Sie mir doch erstmal, wo Ihr lächerlich kleines Landhaus bei Neuruppin liegt. Fröhliche Weihnachten! Janik? Wo ist denn dein Komplize mit dem Lösegeld? Jetzt ist immer Feierabend. Komm her. Setz dich da hin.
Winteracker? Von nichts, als Sie zu mir gekommen sind. Wollten Sie sie nicht einweihen? Wollten Sie sie zurücklassen? Und alleine nach Spanien gehen, ohne sie? Nur mit dem Jungen und dem Geld? Naja, wir hätten sie schon noch gesagt, aber sie hat schlechte Nerven. Macht schnell Stress. Als Frau Giesen ihrem Mann und Janek nachgefahren ist und die beiden am Ruppiner See beobachtet hat, hat sie mit meiner Frau darüber gesprochen. Und ihr gesagt, was sie vermutet. Dass Giesen pädophile Tendenzen hat, ja. Ja. Und dass Janek jetzt in ein Alter kommt, in dem er besonders gefährdet ist. Verstehen Sie? Das Haus ist kein Platz für meinen Sohn. Und auch nicht für uns. Ich persönlich glaube nicht, dass Giesen pädophil ist. Vielleicht hat er aber auch einfach nur Angst, es vor sich selbst zuzugeben. Spanien ist trotzdem geiler. Nicht so kalt. In 50 Jahren, habe ich gehört, wird es keine Winter mehr geben. Nur noch einen verlängerten Herbst. Die Vögel werden dreimal im Jahr brüten, weil es ständig warm ist. Und für die Tiere gibt es keinen Winterschlaf mehr. Ist doch egal. Da seid ihr ja eh schon lange tot. Ja. Yeah. Sie können gehen. Ich habe die Meldung erhalten, der Junge ist frei. Er hat die Entführung vorgetäuscht. Um ihnen Geld aus der Tasche zu leiern. Habe ich dich jemals schlecht behandelt? Wir sind doch Freunde. Ich dachte, es tut dir nicht weh mit deinem vielen Geld. Außerdem ist doch gar nichts passiert. Ja? Findest du? Ich habe zu viele Fehler gemacht, um mir zu verzeihen. Es ist vorbei.
fröhliche Weihnachten.